Sag mal. Hi. Happy, happy. Yes, Jenny. Wir gehen jetzt essen. Und dann fliegen wir nach Porto. Porto. Portugal. Nice. Jetzt freust du dich schon? Ja, mega. Tschüss. So, wo sind wir denn hier? Oh. Huh? Wo sind wir denn hier? Prag. Ah, was war da? Was war da? Du wolltest mir was zeigen. Da war irgendwie ein Missing Dog oder so. Missing Dog? Ja. Oh. Aber das habe ich eigentlich gar nicht gemeint. Das war irgendwie so ein T-Shirt mit irgendwie so einem Typ, der so fotografiert. Aber es macht keinen Sinn, wenn ich das jetzt erzähle. Ja. Schön. Oh, danke schön. Sieht aus wie Wasserfilter oder sowas. Ja, Wasserfilter sind sehr geil. Ja, das stimmt. Osmosis. Eine große Passion für Wasserfilter. Ich trinke nur gewasserfiltertes Wasser. Ja. Von einem Osmosefilter. Genau. Oder Pfützenwasser. Weil das ist sehr nährstoffreich. Das würde ich dir nicht empfehlen. Warum? Weil da extrem viele Bakterien sind und das Wasser auch wahrscheinlich schmutzig und aber Abgase Nährstoff, von Autos. Bakterien härten dich ab. Ja, aber es gibt auch so Abgase von Autos und Öle von Autos. Und keine Ahnung. Okay, dann Osmose gefiltertes Bachwasser. Ja, dann hast du es vielleicht schon besser. Oder Osmose gefiltertes Pfützenwasser. Ich weiß nicht, ich würde niemandem empfehlen, nicht mal gefiltertes Pfützenwasser. Straßenbahn. Europa-Kirche. Ja. Das meist gebeute was ist das meist gesehene Sehenswürdigkeit in Europa? Genau, es ist richtig deutsch. Du bist es. Oh, danke schön. Ich meinte ja die Kirche. Ja. Das ist wohl oft so. Was gibt es in Europa zu sehen? Oh, eine Kirche. Oh, eine Kirche. Oh, eine Kirche. Schön. Das sind schön, ja. Aber es ist halt witzig, dass es immer so eine Kirche ist. Oder eine Kathedrale. Oder? Ja, aber Europa hat much more to offer denn an die Kirchen. Ja, das stimmt. Das ist recht. Wie geil. Dich? Genau, ich bin Europa. Genau. International Girl, hä? Huh? Mhm. Was für ein schöner Januar. Ja, gell? Voll warm. 3. Januar. Mhm. Bier gibt's auch oft hier in Prag. Okay. Bier hier in Prag. Also was wir so in Prag. In Tschechien ist es manchmal günstiger als Wasser. Also nicht von. Ich kenne das nicht von eigener Erfahrung, sondern von Leuten, die mir das gesagt haben. Das ist ein Grundnahrungsmittel hier, das ist ja kostenlos. Weil es im Gesetz so festgelegt ist. Dass jeder Mensch das Recht auf kostenloses Bier hat. Genau. Und Wasser, dafür musst du zahlen. Genau. Das ist aber echt so. In Amerika kriegt man Wasser kostenlos dabei. Dazu oder so. Manchmal, ja. Leitungswasser. Echt? Ja. Krass. Tap water. Tap water. Water. Wie der Britaliener sagt. Oh, schau mal, wie schön diese Sonne hier ist. Schön. Danke. Ich meinte ja auch mich. So, laufen wir richtig. Wir haben heute noch nichts gegessen. Es ist schon 12. Das geht eigentlich. Es gab Tage, wo ich schon viel länger nichts gegessen habe. Hast du Hunger, ne? Was gibt's hier? Wow, da gibt's. Reis? Da gibt's. Das ist so ein Eco-Store wahrscheinlich. Ja, krass. Was für ein Zufall. Ja, mega. Jetzt sollten wir reingehen. Ja, aber wir sind ausgezogen jetzt aus Frankfurt. Ja, einfach mal aufchecken. Ja. Dann traust du dich nicht, ja? Ich hab Hunger halt, aber. Also, wer sollte ich reden? Das sieht sehr oder? Schön aus. Danke schön. Die Sonne auf dein Gesicht strahlt. Oh. Das ist ein Hotel.
keine Ahnung. Ich ging nach einem Hotel. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Hier Werbung für das Mama-Shelter. Hab ich etwas auf meinem Kopf? Nee. Mädchen? Nur Sexiness. Mit Aktien. Und einen kleinen Stinkhaufen, wo du dich drauf gesetzt hast. Nein. Doch. Das ganz sicher nicht. Doch, ganz sicher. Okay, mysteriöser Ort hat uns Google hier hingeführt. Eine Streunerkatze. Okay, wenn ihr zurücklaufen möchtet, aber. Ja. Vielleicht nicht filmen. Ist doch egal. So, hier dringen wir jetzt ein, oder? Und jetzt kommt Werbung, oder wie? Wobei. Anderen Ding ist halt schon besser, weil das, ja, jeder weiß, dass ich jetzt hier gerade das mache. Ist okay. Sehr gut. Ich hab's geleckt. Jetzt sollte ich vielleicht nicht mehr. Sehr toll. Was hast du denn da, ha? Mega nette Verkäuferin. Ja, super nett. Sie hat mich auch schon am Anfang sehr angegrenzt, bevor ich zu der Klasse gegangen bin. Aber ich habe sie auch extrem angegrenzt. Ja. Asiaten sind immer nett. Alle Menschen sind immer nett. Genau. Guten. Und wie schmeckt ihr beim Essen? Das ist schon fast leer. Ja. Probiert. Ananas. Wow. Das Und was ist dein Favorit? Alles. Alles. Aber dieser Tofu-Ding ist echt. Ja, vor allem mit dieser Soße. Mhm. Mega cooler Place hier. Bau, ist das der Bau? Ist der Bau. Ah ja, das ist recht. Aber hier ist. Ah, hier ja, ist ein ja. Schlitz. Ja, okay. Dann habe ich das zu pervers gedacht. Jetzt die Treppe geht. Da ist das Klo übrigens. Ah, da ist dieser Automat. Nee, was für ein Automat meinst du denn? Den wir mal in meinem Livestream gesehen haben. Hier haben wir mal einen Livestream gestartet. Ich weiß. Und dann sind wir in den Park gegangen. Mhm. Es weihnachtet. Schon ist Weihnachten, spürst du einen Kopf. Ja, hab ich heute. Ja. Mhm. Hat mir sehr gefallen.
ich mir auch. Weihnachten nicht schon vorbei? Ja. Was haben wir Weihnachten gemacht? Geweihnachtet. Eingepackt. Was haben wir Silvester gemacht? Eingepackt. Möbel eingepackt. Mhm. Kisten eingepackt. Extra viele Kisten. Und ja, heute, ne, gestern. Gestern sind wir ausgesorgt. Mhm. Schlüsselübergabe gemacht. Was 3 Stunden lang ging oder so. Gefühlt. Ja. Schön. Ja, aber bei dem schönen Balkon mit Blick auf den Berg, da braucht man ja nicht rausgehen. Ja, stimmt. Hier kommt das Video. Upload to me today. Kleines Häschen. Im Hoppeln. Eine Hoppelhase. Schaf hat sich verirrt. Ja, genau. Das wäre ein guter Schäferhund. Ja, so ein süßes Schaf. Sieht echt wie ein Schaf aus. So, wie er sich freut. Voll süß. Ja. Du bist auch ein süßes Schaf. Und du bist ein süßes... Eine süße Schabracke. Das ging nicht so schön. Ein süßes Schabrickchen. Was ist das denn? Schabracke, was ist das? Hm? Was ist das? Was? Schabracke? Ich weiß nicht. Das ist ein Kompliment, dass du es lernst, was es bedeutet. Du kannst googeln benutzen. Ja. Hey Siri, was ist eine Schabracke? Bodenfall, das ist eine Vogelhaus. Gell? Was meinst du? Taube unten, diese, das ist nämlich Essen, das ist runtergefallen. Das ist eine Taube. Das sind einfach so witzig. Sie hat uns gespottet. Mhm. Sie schaut uns schon an. Sie denkt sich, ich tue jetzt mal so, als ob ich hier Essen suche, aber eigentlich wartet sie nur darauf, von uns beschenkt zu werden. Welcome to National Geographic. Here you can see a funny ape. Animal Channel, ne, Discovery Channel. Ja, lauf mal da. Und hier essen die ihre Schnabel reingeholt. Und dann hat sie alles dahingestellt. Schau mal, jetzt ist sie's. Sie hat es von hier rausgeholt und reingestellt, weil es einfacher ist, da zu essen als in dieses Ding. Echt, Krähen sind echt lau. Und die andere kommt und klaut sie. Was? Alle wechseln. Wenn zwei sich streiten, freut sich die Taube. Jetzt sind sie wieder da. Komm, da ist Essen, hol's dir. Okay. Naja. Deswegen sagt man, dass Tauben ein bisschen so trottelhaft sind. Oh, Daddy. Oh. Krass. Es passiert so viele Sachen gerade.
gönnen sie sich. Wir wissen noch immer noch nicht, dass da ein anderes Zeug gibt. Mhm. Ja, die Tauben sind schlau, die sind ein bisschen besser befreundet mit Menschen. Ja, sie wissen, ah, Menschen gleich essen. Ja. Raben sind eher so ängstlich. Ja. Schon mal einen Menschen nur gesehen, der Raben füttert. Raben? Ein Mensch, der Raben füttert, ja. Nee. Nee? Nee. Warum? Doch, eigentlich schon. Doch, ich habe eigentlich so ein Video gesehen, wo ein Mensch so Raben gefüttert hat. Wow. Und die hat sogar Spielchen mit denen gemacht, so quasi so Essen in so kleinen Dinger so reingemacht. Und sie hat beobachtet, wie die Krähe kommt. Das ist ja der Wahnsinn. Jetzt wird gepaart. Jetzt ist sie satt. Nach dem Essen wird genau. Geboren. Jetzt gibt es andere Interessen. Genau. Ich glaube, wir suchen immer noch. Ja. Da ist es. Ja, genau, die hat es gefunden, die eine. Alright. Okay, Let's go. Let's go. Ich weiß nicht, ob andere Leute auch unsere Tauben-Passion scheren. Ich vermute nicht. Du bist schon eine einzigartige Passion. Ja. Jo und Omas. Ja. Nee. Genau. Neue Zielgruppe sind jetzt Omas. Genau. So, hey, Jamie, ich habe ein Foto an. Ja, genau. Halt mir besser mein Laufdings, mein Laufstock. Ich mag deine Taubenvideos. Ich liebe sie, ich schaue sie jeden Tag an. Was für ein schönes Wetter für Januar. Ja, gell? Das ist echt fein. Ja. Ein Get Energized. Ah ja, was ist da drin? Ich meine, nach Karotte, Apfel und Orange wahrscheinlich. Mathe? Hat nur Spaß, aber es sind so grüne Punkte. Und wie heißt deiner? Fit and Free. Und gleich spielen wir noch da drüben. Haben wir schon. Ja. Ist aber auch du? Ja, habe ich auch. Schön. Das ist schön. Ja. Ja. Was findest du das Beste an Prag? Ich. Aber du bist eigentlich nicht Prag. Das Beste am Tag. Keine Ahnung. Und du? Die Menschen. Die Freiheit. Freiheit, stimmt. Stimmt, ja. Das ist alles erlaubt. Ich kann sogar die Königin von Prag beleidigen. Ja. Die Königin lutscht einen Sack jeden Tag von Prag. Okay. Sau. Ja, was kann man echt sagen? Ja. Du kannst sogar auf die Straße das schreien, das interessiert niemand. Du kannst sogar auf Tschechisch sagen, das interessiert niemand. Ja. Sagen, okay. Genau. Ja, in anderen Ländern wär's, ja. Will ich gar nicht drüber nachdenken. Ja. Man macht es trotzdem nicht, aber es ist trotzdem sehr liberal. Ja. In manchen Ländern würden wir für unseren Job geküsst werden. Ja. Aber nicht hier. Genau. Nicht hier. Hier werden wir gelobt, gelobpreist. Genau. Sagen sie so. Ah ja, ganz normaler Job.
Welches Ausbildungsjahr? Ah, okay. Ja, kenne ich auch noch jemand anderes, der das macht. Genau. Schau mal, wie süß. Schau mal, ihr Bäumchen. Schau mal, wie süß die schon. Schau mal, adoptier sie jetzt sofort. Wow. Was hast du zu sagen, Nico? Gleichfalls. Was siehst du da? Ha? Alles. Alles lecker. Lecker, lecker, lecker. Mhm. Und wir sind angekommen in Airbnb. Mega schön. Hier ist eine schöne Couch, die Küche, das Bett und auch mega schönen View. Sehr zentral. Das ist quasi. Ja, stimmt. Oder auch nicht. Na? Ich bin inklusive. Na, natürlich. Ja, genau. Mega schön. Wow, und die Küche. Das Bett ist auch sehr gemütlich. Und das Witzige hier, hier ist eine Überraschung. Die Dusche. Mega, mega praktisch und schlau gemacht, dies hier zu verstecken. Und hier ist die Toilette. Und zwar. Cool. Und wie findest du Porto bis jetzt, Nico? Wunderschön. Wunderschön, du bist ja. Wunderschön. Gleichfalls. Dankeschön. Geht's? Ja. Nice, schau mal, was du da hast. Gleichfalls. Dankeschön. Boah, ist ja echt cool. Hier kann man sitzen, arbeiten am Laptop, ein paar Sachen machen. Cool. Und wie war dein Flug, Nico? Fantastisch. Fantastisch. So, ich bin jetzt zu dir, Mensch. Okay. Ah, oh, das doch zuerst. Ich verstehe, das zuerst. Ich hab's verstanden. Wir sehen gleich weiter. Okay. Das hier ist das Schlafbereich. Sehr schönes Bett. Wir müssen jetzt drehen und da, wo es stoppt, gehen wir hin. Wow, was ist das? Usbekistan! Yeah! Yes, pack deine Koffer! Yes, ist schon gepackt, hier sind sie. Vielleicht eines Tages, who knows. Also, wir haben gerade rausgefunden, dass diese Fernbedienung das hier runter macht. Wie cool ist das denn? Ist irgendwie ein Projektor irgendwo? So, hier haben wir ein paar nice Snacks vorbereitet mit dem nice Olivenöl. Werden wir bald essen? Cashewnüsse aus Tschechien noch. Mega lecker.